Ein herzliches Willkommen bei Mario Tennis Aces, einer neuen Ausgabe vom Let's Play. Ja, heute geht's weiter beim Schneebergbahnhof und dann schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen werden. Hier fährt der Zug zum Schneeberg ab, aber ihr könnt gerade nicht einsteigen. Was? Huch, warum denn nicht? Weil eine Horde von Shy Guys vom Berg heruntergekommen ist und die Kontrolle über den Zug an sich gerissen hat. Wenn wir diese Shy Guys loswerden würden, könnten wir wie geplant auf den Berg fahren. Du hast gehört, was er gesagt hat, Mario. Lass uns diese Shy Guys verjagen. Ach, eine Sache. Für Eisenbahnwaggons sind Spezialschläge absolut überdimensioniert. Lass in dieser Partie lieber die Finger davon. Okay. Schauen wir mal. Ich denke aber, die werde ich doch brauchen, oder? Zumindest diesen einen Spezialschlag. Ich glaube nicht, dass ich mit 40 Sekunden hier weit komme. Oh, 27 Minuten. Den habe ich voll abbekommen. Und Game over. Na, toll. Oh Mann, gib mir den Stern bitte. Oh, joi. Nein! Oh, Mann! Und? Ihr müsst mir schon Bälle zuwerfen, wenn ich dann spielen soll. Treffen. Ich denke, die oben sind noch am einfachsten. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich diesen Stern wieder verpasst. Der spielt aber auch geschickt neben den Shy Guy. Oh Mann, und wo ist er? Also irgendwie ist das sehr, sehr tricky. Und dann brauchen die auch noch so lange, bis sie die Bälle werfen. Na also. Also komm, die 6 hier. Die sind, glaube ich, ein bisschen leichter. Weil ich nämlich dann diesen aufgeladenen Schlag bekommen irgendwie. 123 Sekunden kommt, das sollte jetzt aber kein Problem sein. Außer ich lasse mich natürlich dumm treffen. Oh, jetzt habe ich den Ball verpasst. Na komm. Gut. Dir hau ich den jetzt hier da oben auf die Ohren. Ja, ich hab's geschafft.
Mann, oh Mann, das ist aber wirklich ein Zeitrennen. Meine Güte. Gut. Weiter geht's. Schauen wir mal, was jetzt als nächstes dran kommt. Hurra, weg sind sie, die Scheigeis. Das wurde ja auch höchste Eisenbahn. Jetzt kann der Zug endlich wieder fahren. Am Fuß des Schneebergs ist noch ein kleines Dorf. Wenn man das passiert hat, hat man es nicht mehr weit bis zum Gipfel. Alles einsteigen. Ja, jawohl. Damit fahren wir dann doch mal weiter. Nein, ich will den nicht machen. Ach so, ich muss... Ja. Epp, wo sind wir jetzt hier? Komisch, der Zug fährt wohl nicht weiter hinauf. Lass uns fragen, was los ist. Entschuldigung, der Zug ist stehen geblieben. Ist alles in Ordnung? Oh, das ist eine unglaubliche Sache. Genaues wissen wir nicht, aber irgendetwas scheint da oben im Gange zu sein. Deshalb wollen wir erst mal abwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Was? Versucht ihr beiden auf den Schneeberggipfel zu gelangen? Ein Schalkei, nur keine Panik, keine Panik! Das soll wohl ja heißen. Hört mal, wenn mich einer von euch in eine Partie Tennis schlägt, erzähle ich, was auf dem Schneeberggipfel vor sich geht. Okay. Tja, solange wir die Sache nicht regeln, fährt wohl auch der Zug nicht. Also haben wir nur eine Wahl. Du musst diesen Schalkei besiegen. Okay. Schauen wir mal. 1 gegen 1. Spiele pro Satz 2, Sätze pro Match 3. Behalte die Reisenden gut im Auge und besiege Shy Guy. Dann los geht's, würde ich sagen. Erster Satz. Und Aufschlag. Nur. Wo kommt jetzt hier? Für ein Spiel, sag mal. Ja. Boah. Die ballern ja. Oh nein! Oh. Okay. Das ist wirklich etwas heftiger, die Herausforderung hier. Mal schauen, mit was ich hier am besten. Hey! Mal schauen, was ich hier am besten vorankomme. Hier komme ich, glaube ich, am besten nur mit Schmetterbällen voran. Ansonsten ist es ja so gut wie nicht machbar hier. Also aufladen. Ach, verdammt. Ich bin nicht wirklich ein guter Tennisspieler. Komm, Shaggy Guy. Ja, gut. Aber ich muss schauen, dass ich ein bisschen mehr Energie auflade. Weil so ist das nichts. Gut. Der ist schon nicht leicht, muss ich echt sagen. Ey, das ist ja gleich nochmal herausfordernder. Schnell. Okay, komm, den muss ich jetzt durchbringen. Dass ich das Spiel gewinne. Oh nein! Komm, komm, komm. Gott. Zumindest für den Vorteil. Ist schon mal wichtig. Und jetzt bloß auch noch den Satz hier gewinnen.
macht der einen Körpertreffer. Warum laufe ich auch rein, so dumm in den Ball, ha? Gott, Vorteil. Aber das ist, die Matches sind wirklich nicht leicht, also die werden immer schwerer. Von Gegner zu Gegner. Nein! Oh. Den Vorteil. Sag mal, das ist ja wirklich der Hammer, wie schwer die Gegner sind. Und dann gewinnt er auch noch diesen Satz. Ei, ei, ei. Das kann was dauern. Ich stelle mich an beim Tennis, ehrlich war. Die Power muss ich mir auf jeden Fall etwas aufheben. Na komm. Ich will das nicht 10.000 Mal sehen. Das ist Wahnsinn! Zweiter Satz. Den muss ich jetzt. Darf ich mir jetzt nicht nehmen lassen. 15-0. Ich darf mir meinen Aufschlag nicht nehmen lassen. Gut, ich bin so angespannt, dass ich eigentlich nicht mal sprechen kann jetzt während des Spiels. Okay. Ah. Der hat halt dann doch schon... Punkte voraus. Und ist nicht zu knapp, nämlich einen Satz hat er schon gewonnen. Über drei Sätze geht's, wenn ich jetzt halt gewinne. So jedenfalls nicht. Ei, ei, ei. So wird es nichts. Mann, wie viele von diesen Schlägen hatten der? Spielball. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich kann ich einen ganzen Part füllen nur mit diesen dummen. Und schon wieder? Was mache ich falsch? Ich glaube, ich muss ein bisschen öfters meine Schläge aufladen. Das ist
aufgeladene Schläge sind doch dann um einiges besser. Da sollte ich jetzt mehr drauf achten. Okay, gut. Ich muss nämlich unbedingt diesen Satz gewinnen. Gut. Seitenwechsel. Geht es jetzt auf 3 Punkte oder wäre jetzt interessant? Gut, aufgeschlagene Bälle. Aufgeschlagene Bälle. Gar nicht verwirren lassen von den. Verdammt. Gar nicht verwirren lassen von denen, die da rumlaufen. Mensch, und ich habe einen aufgeschlagenen Schlag. Den lasse ich mir nicht nehmen. Nein, nein, nein. Und den haue ich dir dahin. So weit drüben war ich, ey. Da muss man auch schnell sein bei der Ausführung von diesen Schlägen. Ja, 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 ja. Mann, Mann, Mann. Der Scheigei, der hat's echt in sich. Oh Mann, und dann laufe ich auf die falsche Seite. 2-2. Meine Güte, wie lang wird der Part, wenn ich das jetzt nicht durchbekomme, ey. Also komm. Schön weit weg von ihm. Vielleicht sollte ich auch mal probieren mit den Schmetterbällen genau auf ihn. Nein! Wie soll ich den dann eigentlich einfach durchlassen? Okay. Über das ein Drittel muss man ja mindestens haben. Vielleicht kriege ich ja das wenigstens durch, weil es geht dann eh schon in den dritten Satz. Okay. Der bringt mich in Schwitzen, ey. Okay, das war ein schneller Ball. Satzball, komm. Bring ihn durch. Gut, jawohl. Ah. So, er hat wieder Aufschlag. Letzter Satz. Gut.
Dass man die Wiederholung nicht ausschalten kann, finde ich etwas schade. Okay. Hat gepasst. Also das Spiel erfordert auf jeden Fall viel Übung. Also wenn man da so Noob ist wie ich, ist das echt eine Herausforderung. Jawohl, gut. Okay, wir sind im dritten Satz auf jeden Fall schon. Schauen wir mal, ob ich mein Aufschlagspiel durchbekomme. Hoffe ich jedenfalls. Jawohl! Komm. Yes! Jawohl! Der hat gepasst. Komm, und den einen jetzt noch. Jetzt wäre es gut, wenn ich den aufgeladenen Schlag hätte. Jawohl! Das war jetzt eine Herausforderung. Ich habe es auf jeden Fall spannend gestaltet, würde ich jetzt mal sagen. Meine Güte, Wahnsinn. Aber beim ersten Anlauf durch, das passt. Und damit haben wir Level 20 erreicht. Und Lauftempo hat sich etwas verbessert, das ist gut. Okay. Verflixt, gegen so hohe Tenniskunst bringt es auch nichts, wenn man seine Helferlein hat. Shy Guy, nun also zu deinem Versprechen. Was tut sich da auf dem Gipfel des Schneebergs? Da oben ist eine Art Ausgrabungsstätte. Ich habe da eine schöne Schatztruhe gesehen. Aber wenn ein Schneesturm, musste ich leider abhauen. Eine Schatztruhe? Da muss doch der nächste Machtstein drin sein. Schnell, Mario, auf zum Gipfel! Aber seid vorsichtig. Einer meiner Artgenossen hat mir berichtet, dass er dort während eines Schneesturms einen Eisgolem gesehen hat. Einen Eisgolem? Das klingt ja abscheulich. Finde ich auch, da auch der Plan, den Zug zu entführen und gemeinsam die anderen aus dem Eis zu befreien. Shy Guys halten schließlich zusammen. Ihr scheint mir gut gerüstet zu sein. Könntet ihr euch auf dem Gipfel genauer umsehen? Bitte. Machen wir. Also geht es beim nächsten Mal weiter nach oben. Oh, und mir schwant Schreckliches. Aber zuerst natürlich bleiben wir hier. Und zwar geht es dann beim nächsten Part erstmal auf den Bahnhofsvorplatz. Bis dahin, ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Das war wirklich anstrengend, den hätte ich mir verdient. Vielleicht lasst ihr mir auch ein Abo da, täte mich freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.